Hallo Leute und herzlich willkommen zur Lektion Demo-Kit. Ja, das Demo-Kit ist insofern ein bisschen oldschool, dass es ja nicht mehr so üblich ist, dass man, ja, wenn man Werbung für sich macht, Leuten wie eine Art kleines Päckchen übergibt. Aber eben vielleicht auch gerade deswegen ist es noch eine gute Möglichkeit, Marketing zu betreiben und den Leuten hier dir wirklich was Bleibendes zu übergeben. Deswegen möchten wir auf jeden Fall mit dir zusammen durchgehen, was das Demo-Kit denn eigentlich ist, was es alles beinhaltet und warum es so ein nützliches Tool ist. Dein Demo-Kit an sich sollte enthalten, weil es ja eben eine Zusammenstellung von mehreren Dingen ist, die dich und dein Sein repräsentieren. Ein Mixtape, das kann sein, dass du es auf CD gebrannt hast. Was da zu beachten ist, haben wir in den anderen Lektionen schon besprochen. Du kannst einen USB-Stick dazulegen. USB-Sticks sind heutzutage nicht mehr so teuer. Logischerweise musst du hier auch keinen 100 GB USB-Stick beilegen, sondern eben ein kleiner tut es ja auch. In nur ein, zwei, drei Sets von dir. Nur deine besten logischerweise. Und da braucht man auch nicht so viel Speicherplatz. Du kannst deinen Link dort hinterlegen, sei es jetzt auf einem kleinen schönen Kärtchen, eben nicht auf einem handgeschriebenen Zettel, versteht sich eigentlich auch irgendwie auch von selbst, eben Art Visitenkartenmäßig, oder du bindest den Link in andere Texte ein, die noch dem Demo-Kit beilegen. Außerdem kannst du vielleicht auch noch mit einem QR-Code arbeiten, den dann die Person, die das ausgehändigt bekommt, scannen muss, um zu der Seite weitergeleitet zu werden, wo der Link hinterlegt ist. Eine Tracklist ist hier auch ganz gut. Da können sich die Leute nochmal genauer informieren, was das denn für Tracks eigentlich sind, die du da spielst. Und du hast ja auch eine Art Verknüpfung, wenn den Leuten dein Mix gefällt und ein gewisses Lied dort auftaucht, das sie sehr mögen. Dann werden sie vielleicht auch später immer wieder an dich denken, wenn sie dieses Lied hören. Und deswegen kann das auf jeden Fall ja schon mal nicht schaden. Dadurch kannst du nur gewinnen. Außerdem sollte es Fotos von dir enthalten. Zum einen halt eventuell normale, coole Bilder von dir, aber auch vor allem Pressefotos, dazu dann aber später noch mehr beim Pressekit. Übertreib hier nicht, logischerweise musst du kein Fotoalbum beilegen, das ist vollkommen überdimensioniert, aber eben zwei, drei coole Bilder von dir können auf jeden Fall nicht schaden. Dann eine Visitenkarte ist eigentlich auch schon logisch, was da alles drauf muss, ja dann auch in der anderen Lektion dieses Kurs hier. Aber Visitenkarte, Klassiker, muss auf jeden Fall dabei sein. Das Pressekit, eben schon kurz angesprochen, ist im Prinzip ein Kit im Kit. Also nochmal eine Art Unterkategorie, was hier alles dazugehört, dann noch später in der Lektion. Außerdem solltest du ein Anschreiben beilegen, was da alles rein muss, dann auch gleich noch. Und dann, falls du Merchandise hast, kannst du natürlich auch noch Merchandise dazulegen. Sei es jetzt ein Kuli, ein Feuerzeug, Streichhölzer, ein Schlüsselanhänger, was auch immer. Natürlich nicht übertreiben. Also klar, wenn du möchtest, kannst du vielleicht auch ein T-Shirt beilegen. Aber das sind natürlich dann schon auch sehr sperrige Sachen. Du musst ja auch schauen, dass das Ganze vielleicht noch einen kleineren Rahmen hat. Deswegen, Merchandise insofern vorhanden, kann nicht schaden, aber schau auch, dass es eben verhältnismäßig ist. Dein Anschreiben sollte beinhalten, wer du bist, ganz logisch, dann was du kannst, ist auch irgendwie klar, was du schon geleistet hast. Hier gehst du eben eher auf deine Referenzen, auf deine Reputation ein. Was ist vor allem eben besonders an dir? Hier wieder das Thema Alleinstellungsmerkmal, USP. Was macht dich aus? Was unterscheidet dich von anderen? Ganz, ganz wichtiger Punkt, dass du hier aus der Masse hervorstichst, denn eben die Konkurrenz ist groß und die Leute, denen du dein Demo-Kit gibst, bekommen ja wahrscheinlich auch noch andere Anfragen. Und vor allem auch ganz wichtig, warum denn eigentlich diese Location oder diese Veranstaltung oder der Booker, bei dem du dich hier vorstellst, was auch immer es jetzt ist, bei welcher Person, aber bezieh dich direkt darauf, das sollte eben ja auch kein Massenanschreiben sein, dass du an 20 verschiedene Läden raushaust. Deswegen schau, dass du hier direkt auf dein Ziel eingehst sozusagen und schau vor allem, dass du nichts Negatives nennst,
Du könntest ja natürlich dir so denken, okay, das und das läuft nicht so gut, das kannst du verbessern, ist an sich schon mal richtig, ist aber nicht der Königsweg, wenn das bedeutet ja trotzdem, dass du erstmal diesen Punkt kritisierst. Deswegen lass das einfach weg und du kannst ja vielleicht einfach das Ganze subtil machen, indem du zwar das, was du als negativ erkannt hast, verbesserst und somit dann eben als Positives hervorhebst, aber nicht eben trotzdem nochmal extra betonst, dass dieser Punkt auf der anderen Seite hier aktuell negativ ist. Deswegen also zu den Sachen, die eigentlich eh klar und logisch sind, eben noch hier ganz, ganz wichtig, was ist besonders an dir und warum denn genau diese Person, dieser Ort, diese Location, dieser Veranstalter, dem du das Demo-Kit jetzt dann gibst. Außerdem noch ein wichtiges Add-on sozusagen ist das Benefit für den Booker, also eben deinen potenziellen zukünftigen Auftraggeber. Was hat er von dir? Natürlich kannst du jetzt eben was sehr Besonderes an dir haben und es macht auch Sinn, warum du jetzt in diese Veranstaltung dann noch reinkommen möchtest. Aber insofern der Booker keinen Benefit sieht, wird er dich trotzdem nicht buchen, denn jetzt mal ganz überspitzt gesagt, wenn es hier sich um einen elektronischen Club handelt und du sagst, deine Besonderheit ist Scratchen und das Positive ist eben, dass du das in den Laden bringen kannst, weil es das bis jetzt noch nicht gibt, ist natürlich alles richtig, aber das ist für den Booker kein Benefit, denn in dem Laden soll ja auch in Zukunft überhaupt nicht sowas laufen. Jetzt hier als ganz krasses Beispiel, nur zur Veranschaulichung. Deswegen nenn auf jeden Fall auch noch das Benefit. Also was hat dann die Person, die dich zukünftig buchen wird, ganz konkret davon? Jetzt zum Pressekit. Du solltest das Pressekit auf jeden Fall nicht mit dem Demo-Kit verwechseln. Denn das Pressekit ist ein Teil, eben wie schon vorhin angesprochen, eine Art Unterkategorie, ein Kit im Kit. Deswegen ein Teil des Demo-Kits. Das Pressekit sollte enthalten Pressefotos, die sich von den, ja, sagen wir mal, gewöhnlichen Bildern, die du vielleicht generell noch dem Demo-Kit beilegen möchtest, insofern unterscheiden, dass es sich hier um professionelle Fotos handelt, bei denen du im Vordergrund stehst und am besten machst du das Ganze von einem recht neutralen Hintergrund. Eventuell hast du das Ganze eben auch als PNG, das heißt nur du ausgeschnitten, dass man dich sehr gut auf Flyern, Plakaten, eben dem Artwork für Veranstaltungen noch einbinden kann. Dazu aber mehr dann in der nächsten Lektion. Von daher eben Pressefotos, unabhängig von den anderen Bildern, die schon dabei liegen. Dann ein Text über dich und dein DJ-Dasein, eine Biografie. Schau hier aber, dass du nicht zu weit ausholst und auch nicht übertreibst. Also Dinge wie, dass du schon mit 4 Jahren angefangen hast, Klavier zu spielen, sind hier auf jeden Fall fehl am Platz. Und auch eben nach dem Motto, dass du der weltbeste DJ bist, jetzt natürlich überspitzt gesagt, sind nicht erwünscht. Von daher eine kurze, knappe Biografie deines Werdegangs ab dem Punkt, ab dem es auch wirklich relevant wird. Dass du hier eben auch schon mal auf Schülerpartys aufgelegt hast oder der Hochzeit deiner Tante, ist auf jeden Fall auch keine Referenz, die da rein sollte. Dann deine Diskografie, insofern du schon selbst produced hast. Vielleicht hast du auch nur Mashups oder Re-Edits gemacht, die aber vielleicht auch schon eine gewisse Bekanntheit erlangt haben. Das ist natürlich keine komplett eigene Produktion, aber trotzdem, sowas kannst du ja auch nennen. Eben alles, was du selber von dir aus mal released hast. Insofern es natürlich auch vorzeigbar ist. Dann Referenzen von Clubs, Veranstaltungen oder besonderen Kunden. Vielleicht hast du ja mit besonderen Firmen mal zusammengearbeitet oder für irgendwelche Stars mal gearbeitet. Vielleicht warst du mit jemandem auf Tour, was auch immer. Eben besondere große Veranstaltungen, renommierte Clubs. Das eben auch noch als Referenz mit reinpacken. Eben auch wieder hier die Hochzeit deiner Tante oder irgendwelche Abi-Partys sind auch keine Referenz. Dann noch Referenzen von irgendwelchen Contests, die du vielleicht gewonnen hast, andere spezielle Shows, die ja einen großen professionellen Rahmen haben oder eben einfach generell alle möglichen Besonderheiten, die du in deiner Karriere schon mal erlebt hast, die auch nennenswert sind, von denen auch dein zukünftiger Auftraggeber dann davon ausgehen kann, dass du hier wirklich was geleistet hast und dass du ja eben was auf dem Kasten hast. Dann auch dein Kontakt. Natürlich beißt sich das im Prinzip nochmal mit der Visitenkarte, die du dem Demo-Kit beigelegt hast, aber dein Pressekit gibst du ja nicht nur raus,
wenn du das dem Demo-Kit beilegst, sondern zum Beispiel, wenn jetzt eben mal eine Booker anfragt oder vielleicht sogar eben die Zeitung, ganz klassisch, ja die Presse, so wie es auch heißt, dann gibst du dein Pressekit auch mal so raus, unabhängig von dem Rest des Demo-Kits, und dann brauchst du hier natürlich auch deinen Kontakt, der dahinterlegt sein sollte. Deswegen also grob gesagt, dein Pressekit ist sozusagen was Offizielles über dich, wenn jemand über dich schreiben möchte, wenn jemand Bilder von dir veröffentlichen möchte, wenn jemand generell was über deinen Werdegang wissen möchte, dann das Pressekit. Und das Demo-Kit an sich ist wie eine große Bewerbungsmappe mit noch anderen Dingen dabei, der du dann auch das Pressekit noch beilegst und sozusagen als großes Konglomerat, ja, zum Beispiel eben in einem Club abgeben kannst, um dich ja bewerben zu können. Das Pressekit kannst du ja insgesamt dann zum Beispiel als PDF-Datei, sei es jetzt irgendwo, anhängen, oder du druckst es eben auch vielleicht aus. Das ist aber dann weniger zu empfehlen, denn heutzutage läuft ja eigentlich eh alles schon digital. Und dann kann man da zum Beispiel auch die Bilder ja gar nicht rauskopieren oder Teil des Textes. However, also am besten ist dein Pressekit im Prinzip eine große Datei als PDF, damit man sie auch nicht bearbeiten kann. Und dein Demo-Kit ist vielleicht wirklich ein physisches Päckchen. Du kannst dann ja die Datei vom Pressekit auch noch auf den USB-Stick laden, wenn du hier sowieso deinen Mix schon drauf hast und andere Bilder. Deswegen kannst du hier wirklich vielleicht einen kleinen Karton nehmen, hier die Visitenkarte, einen Kuli von dir, den USB-Stick und so weiter reinpacken, dieses kleine Päckchen dann übergeben. Das ist auch schön, dass die dann wirklich was in der Hand haben. Vielleicht ist sogar eine sehr schöne Schachtel, das ist auf jeden Fall zu empfehlen, da bleibst du noch mehr im Gedächtnis. Kannst du eben so deinen potenziellen Kunden geben und so bleibst du auch im Gedächtnis, weil diese Schachtel, wenn die mal bei jemandem ist, dann verschwindet die natürlich nicht auch einfach wieder so. Wir hoffen, du konntest in dieser Lektion einiges mitnehmen. Insofern du noch Fragen oder Anregungen zu dieser Thematik hast, dann schreib uns gerne eine E-Mail. Diese findest du hier unter dem Video. Wir sehen uns dann gleich wieder in der nächsten Lektion und wünschen dir bis dahin alles Gute.